Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. FM Pwn hat neue Bilder zu Cash released, und zwar von R-Side. Des Weiteren hat er am Lightning gedreht, das gucken wir uns auch an. Und heute startet unser Knife-Giveaway. Also, let's go, gucken wir mal rein. Grim, what's your problem, Grim? What is your problem? Missai Alon Ram. Auf diesem ersten Bild gucken wir direkt aus A-Main raus. Der Gabelstapler ist noch nicht da. Ich nehme an, dass noch sehr viel fehlt. Man kann jetzt hier nicht davon ausgehen, dass hier einfach gar nichts mehr hinkommt, sondern dass es halt einfach nur noch nicht da ist. Ungefähr diesen Blick haben wir auf dem Bild, also der Gabelstapler, auch die Box fehlen noch, das Gefährt ist länger geworden. Man wird wohl nach wie vor über die rechte Seite hochklettern können, wobei ich nicht genau weiß, ob man den Sprung hier schafft. Hier haben wir ja diese Kisten, über die man dann sehr leicht hier drauf kommt. Und Electric besteht in der neuen Version aktuell zumindest nur aus diesen drei Blöcken. Weiter kann man noch nicht gucken, der gesamte Background fehlt, auch K kann man noch nicht sehen. Nur diese Barrels sind bereits hinzugefügt. Auf dem zweiten Bild sieht man A-Side von Truck aus und man sieht ja schon sehr gut, dass die Kisten sich verändert haben. Das kann man auch auf dem dritten Bild nochmal besser sehen. Und zwar sind hier vorgezogene Kisten. Man hat also hier auf der Seite ein bisschen mehr Spielraum, um auch für diese Seite gedeckt planten zu können. Falls es im Late Game soweit kommt und der letzte City bei Main oder bei Squeaky ist, ist das bestimmt eine nice Sache. In der alten Version warst du dafür relativ offen. Also wenn du wusstest, hier ist einer, hast du halt hier irgendwie hier hingelegt oder vielleicht sogar hier drüben hin. Jetzt wird man hier eine richtige Nische haben. Und man kann auch direkt auf Seite drauf hüpfen über diese Kisten. Sofern man den Sprung hier schafft. Es sieht alles so hoch aus. Hier kann man drauf auf jeden Fall. Aber hier auch? Wahrscheinlich nicht. Der Boost hier hinten scheint noch nicht vorhanden zu sein oder man erkennt ihn nicht. Aber da ist auch nur, ja, kann man nur mauscheln, ob das jetzt dann noch hinzugefügt wird oder nicht. Aber ich denke schon. Das ist schon ein wichtiger Bestandteil der Map. Die Sicht von oben zeigt, wie gesagt, auch sehr gut die Plant-Situation. Im alten Teil konnte man, wenn man von Truck nicht gesehen werden wollte, hierhin planten. Aber es war kurz kritisch. Wenn man hier um die Ecke gegangen ist, konnte man von Truck ziemlich leicht gekillt werden. Nichtsdestotrotz war diese Nische eben gegeben, um sicher vor Truck und auch vor Mitte legen zu können. Das Ganze hat sich jetzt hier etwas verschoben, aber ich würde behaupten, zum Vorteil der Terroristen. Aber natürlich auch in der Defense der CTs, klar. Es sieht zumindest ein bisschen taktischer aus. Also man kann direkt im Close-Range-Fight auch einfach nochmal sich anders hinstellen und anders wirken, wenn du dir hier zum Beispiel einen City und auch hier einen zweiten City vorstellst. Man ist sehr nah an den rushenden Tees dann dran, kann mit der MP wahrscheinlich extrem viel Damage aus der Position aus machen, was davor eben nicht so gut möglich war, weil dir die Deckung hier direkt auf Side gefehlt hat. Eine auf jeden Fall interessante Änderung. Wir gucken mal noch kurz, wie das hier mit Electric war. Man konnte hier einfach drauf. Rein optisch würde ich jetzt behaupten, hier kannst du, na obwohl, doch, na obwohl wirst du hier stehen können. Also ich fände es schon wichtig, alleine hier drauf kommen zu können, dass man eben auch hier oben, ja, schnell rumdödeln kann. Und wegen der Bespringbarkeit, diese Kiste ist nicht bespringbar, oder dieses Fass. Was aber natürlich auch Sinn macht. Das wäre schon insane, wenn du als CT also einfach alleine dich hier oder auch hier auf den neuen Spot hochdödeln könntest. Natürlich mit einem Kollegen, klar, das geht. Aber ich denke, wenn man da alleine hoch könnte, wäre man zu agil als CT und zu krass im Vorteil. Die Tees werden hier wahrscheinlich alleine hoch können, aber jetzt im Moment auch noch nicht. Also würde ich zumindest behaupten, wenn du dir die Kante des Fahrzeugs anschaust und hier diese Oberkante, dann hast du hier dieselbe Höhe bei den Kisten, also aktuell auch bei der hier, da wird man alleine nicht draufkommen. Ja, ich würde sagen, das wäre dann soweit mit R-Side gewesen. Es sieht vielversprechend aus und ich freue mich wirklich sehr auf die Map. Wir gucken noch kurz wegen dem neuen Lightning und das sieht doch schon mal, ja, ich würde sagen, etwas bespielbarer aus. Es ist ein Ticken heller geworden. Das Flair ist zwar nicht mehr so da, ich habe ja gesagt, oh, das sieht so schön nach Sonnenunter- oder Aufgang aus, also noch so alles ein bisschen im Dämmerlicht. Jetzt ist es aber heller und klarer geworden. Ich zeige euch mal einen direkten Vergleich. Neue Version und alte Version. Neu, alt, neu, alt, neu, alt. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, Cash endlich wieder im Spiel haben zu dürfen. Das ist dann zwar erst nächstes Jahr der Fall, aber ich kann warten, kein Problem. Um uns die Wartezeit so ein wenig zu versüßen, werden wir bestimmt am Donnerstag wieder auf eSportal in einem Gather eine Runde Cash spielen. Es ist so viel Nostalgie mit dabei und so viele schöne Zeiten, die man hier halt einfach hatte auf der Map. Ja, da müssen wir ran. So, und jetzt noch kurz zum Knife. Diese Woche ist es endlich soweit, das Knife geht raus. Heute werde ich das Giveaway starten, also öffnen im Bot und das ist dann die gesamte Woche offen. Wenn man mitmachen möchte, hat man also heute, am Donnerstag und auch am Freitag die Möglichkeit, noch Bubble Dollar zu sammeln und sich eben Tickets für dieses Knife Giveaway zu holen. Also rankommen, ich bin jetzt gleich live ab 18 Uhr. Dreimal die Woche übrigens, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Nach diesem Knife gibt es dann übrigens im nächsten großen Giveaway Handschuhe für euch. Also rankommen und mitmachen. Dann mache ich jetzt hier wieder den Deckel drauf. Wir sehen uns also heute Abend ab 18 Uhr für alle, die Zeit haben oder übermorgen im nächsten Video. Macht's gut, vielen, vielen lieben Dank. Achso, ja, warte, stopp. Vielen Dank für eure Kommentare, ihr Gönner. Ihr habt alleine bei dem aktuellsten Video, also diesem neue Operation Leaks Video, über 250 Kommentare geballert.
Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich will einfach, dass ihr wisst, dass ich mich sehr darüber freue und auch wenn ich es nicht mehr schaffe, sie zu kommentieren, dass ich sie trotzdem lese. Ich habe auf dem Handy die YouTube Studio App und gucke immer wieder rein über den Tag, was ihr so schreibt und wie das Video natürlich auch so läuft. Und jetzt lese ich euch einfach die drei aktuellsten Kommentare vor und mache dann auch noch ein Giveaway. Fällt mir gerade ein. Na sicher, machen wir noch ein Giveaway, klar. Captain Duman 66 schreibt, ich hoffe mal, dass die Operation wie früher ist, wo man mit Sternen bezahlen konnte wahrscheinlich. Das hoffe ich auch, das war ein geiles System. Heroldon schreibt, eine Operation wäre nice. Das finde ich auch, es wäre schon alleine für Content natürlich für mich mega, aber auch einfach so zum Reingrinden wieder eine geile Meile. Und zu guter Letzt noch Last TV, Operation definitiv und ja, Fling und Danger Zone. Ah, Flying und Danger Zone. Ich hatte in dem Video gesagt, dass ich es cool fände, wenn sie bei dem nächsten großen Update, das vielleicht eine Operation auch enthält, auch einfach dann die ganzen alten Modi pressen würden. Mir würde sogar nichts ausmachen, wenn die Operation nur die alten Modi enthalten würde, plus natürlich halt die Operation an sich. Dass man einfach wieder auf dem aktuellsten Stand ist, Flying Scoutsman, Danger Zone und so weiter und so fort, dass das alles wieder da ist. Natürlich auch Maps, Wingman-Maps und so weiter und so fort. Gerade bei Wingman haben viele geschrieben, dass sie sehr gerne Wingman spielen und es halt einfach nervig ist, dass du nur diese vier Maps, oder wie viel hat's da? Ja, diese vier Maps am Start, das Overpass, Nuke, Vertigo und Inferno, ist schon ein bisschen lächerlich. Also mindestens eine hat er geschrieben, sie sind ja schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, indem man auf Vertigo jetzt ja nicht mehr auf B, sondern auf A geht. Also in Theorie so ein bisschen wie eine neue Map. Das fand ich ein bisschen witzig. Ja, das fand ich, war ein guter Kommentar. Und heute hauen wir dann wieder was Spezielles raus, was so in die Richtung nice to have, aber man bespielt nicht geht. Und zwar geht es hier um die Bananenkanone. Also ich finde, es ist ein cooler Skin. Aber ja, ist halt Revolver, ne? Man ist automatisch im Giveaway mit dabei, wenn man einfach irgendwas zu Cash schreibt. Ob man sich darauf freut oder nicht. Oder ob die A-Side toll gelungen ist. Irgendwas. Gut, dann sehen wir uns, wie gesagt, gleich im Stream. Oder halt dann übermorgen im nächsten Video. Haut da rein. Danke für alles. Danke für die Kommentare, für die Likes, für die ganzen Abos. Willkommen auch wieder an die ganzen neuen Abonnenten. Wir haben im letzten Video, ich glaube, es waren 30 oder 40 neue Abos reingesnackt. Willkommen an alle. Ich hoffe, es gefällt euch hier. Bis dann. Haut da rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.